Königswiesen im Mühlviertel. Noch vor wenigen Wochen waren hier die Postzusteller zu Fuß von Haus zu Haus unterwegs. Seit 10. Februar ist der Zustelldienst in Königswiesen motorisiert. 4 neue Pkw bringen die Briefträger zu den Postkunden. An die Stelle der großen Umhängtaschen traten Kunststoffpfannen, die im Wagen untergebracht werden können. Seit diesem Zeitpunkt werden auch Pakete, die früher vom Postamt abgeholt werden mussten, ins Haus geliefert. Erste Konsequenz der Motorisierung: Der Personalstand des Postamtes Königswiesen wurde von 8 auf 7 Dienstnehmer gesenkt. Die Rationalisierung ist aber auch auf anderen Gebiet noch. Wir können durch den Einsatz von Fahrzeugen die werktägliche Zustellung, also 5-mal pro Woche, einführen, während bisher nur eine 4-malige Zustellung vorherrschte. Die Zustellbereiche für die einzelnen Dienstnehmer wurden aufgrund der Motorisierung vergrößert. Jeder Briefträger legt täglich jetzt 40 bis 50 Kilometer per Auto zurück. Bei den Postbediensteten stieß die Umstellung zunächst nicht auf große Begeisterung. Welche Bedenken hatten Sie vorher? Ob man das zeitmäßig, dann die Straßenverhältnisse, ob man das überhaupt mit einem Auto durchstehen kann. Weil man sieht ja das, wenn da bei uns der Schneesturm geht, dann rührt sich alle Hand herum. Und es ist wirklich, es lässt sich sogar da machen, weil die Straßen werden brav geräumt, also man mag überall durch. Die Postempfänger bekommen die Vorteile der Motorisierung vor allem in der nunmehr möglichen täglichen Postzustellung zu spüren. Weniger Freude haben sie mit den Sammelbriefkästen, die in Streusiedlungen an zentralen Punkten errichtet werden, um den Briefträgern Fahrzeit und Benzin zu ersparen. Was sagen Sie jetzt zu diesen zentralen Sammelbriefkästen? Ja, mir ist er nicht recht sympathisch und ich glaube uns alle da auch nicht, weil es ja viel praktischer ist, wenn die Post ins Haus kommt. Müssen Sie da jetzt raufgehen, extra holen? Ja, vor allem, man muss irgendwie raufgehen und extra holen. Wenn man vorbeifährt, hat man dann oft den Schlüssel nicht mit und es ist recht unpraktisch, das Ganze. Im dicht verbauten Gebiet ist die Motorisierung der Postzustellung nicht sinnvoll. In ländlichen Gebieten soll sie aber in den nächsten Jahren im gesamten Bundesgebiet verwirklicht werden.